Hallo, wieder zurück in der Gerionstraße beim Webinar Zieglymphe hautnah. Vielen Dank, Herr Breuer, vielen Dank, Frau Schultes, für diese spannenden Einblicke, die Sie uns da noch eben geliefert haben. Lassen Sie uns mal ein paar Worte über das Nachbehandlungskonzept verlieren. Warum überhaupt ist das notwendig? Ich habe Ihnen erläutert, Lipidem besteht aus Fett und irgendwas mit der Lymphe. Wir haben das schon kennengelernt, dass die Lymphe nicht hinreichend abtransportiert wird. Nun, wir operieren das Fett weg. Was jetzt gemacht werden muss, ist eben eine Trainingseinheit der Lymphe wieder beizubringen, richtig zu arbeiten. Und Herr Breuer hat Ihnen ja erläutert, wie das geht, nämlich jedes Mal 4 Wochen Nachbehandlung mit entsprechender Kompression und Lymphdrainage nach der Operation. Dann können wir auch gut dafür gerade stehen, dass die Probleme des Lipidems gut verschwunden sind. Nun kommen Sie aber nicht vielleicht aus Köln, sondern aus Buxtehude, Hamburg, München oder Dresden und suchen einen Physiotherapeuten. Das ist für uns kein Problem. Wir haben allein in Deutschland 1700 Physiotherapeuten speziell geschult, um unsere Patienten nach der Operation vor Ort zu behandeln in dem Konzept, wie wir es Ihnen gerade vorgestellt haben. Also keine Sorge, da helfen wir Ihnen weiter. Das Ziel der OP, ich glaube, dass es verstanden ist, es soll nicht mehr wehtun, keine Schmerzen. Natürlich betonen wir auch die Ästhetik, selbstverständlich ist die wichtig, aber ich darf Ihnen das an 2 Beispielen hier nochmal zeigen. Der entscheidende Punkt ist eben, dass wir solche Beine von Lipidem befreien. Dann sieht das rein von der Ästhetik so aus. Aber der entscheidende Punkt ist, sie sind endlich schmerzfrei. Das gilt natürlich auch für diese Dame, die auch danach andere Beine hatte. Aber auch die Schmerzhaftigkeit ist danach weg. Genau so muss es auch sein. Das ist der Einfluss, der auf die Lebensqualität dann stattfindet. Und hier möchte ich einen Moment noch verweilen. Wir haben das mal so dargestellt. Der Schmerz ist nach der Operation verschwunden. Natürlich haben Sie einen ästhetischen Effekt. Sie werden sich wohler fühlen. Möglicherweise gelingt es Ihnen sogar endlich mal Stiefel kaufen zu können, die Sie dann noch anziehen können. Und Sie werden mehr Zeit haben. Planen Sie jetzt schon mal ein, was Sie mit diesem Plus an Zeit, das Sie nicht mehr bei der Physiotherapie verwenden müssen, anfangen. Da wird Ihnen einiges zu einfallen. Und das hat wahrscheinlich sogar Auswirkungen auf Ihre sozialen Indikationen, Interaktionen, also zum Beispiel auf Ihre Familie, auf Freunde, auf Verwandte. Oder auf Clubs oder wo Sie sonst sich aufhalten wollen. Alles das wird ein neues Gefühl, ein neues Leben werden. Und dazu gehört auch, dass Sie sicherlich sich ganz anders bewegen. Die einen werden sportlich, die anderen sagen, naja, das ist nicht so mein Ding. Aber wir haben gar nichts dagegen, wenn Sie das machen. Denn Ihr neues Leben und ein Lipidem ist in der Tat ein völlig neues Leben. Und so wird Ihnen auch mit hoher Wahrscheinlichkeit gelingen, Ihre Ernährung umzustellen. Wir haben Patientinnen, die kommen nach der Behandlung bei uns und haben 30 Kilo noch Gewicht abgenommen. Und, glauben Sie mir das, das hat gar nichts mit der OP zu tun. Denn das Fett, was wir da entfernen, also die Literzahlen, die dort entfernt werden, das Gewebe wird umgewandelt. Es verschwindet ja bei uns sozusagen im Sauger. Und die Höhle, die wir unter der Haut hinterlassen, die Wunde sozusagen, wird wieder gefüllt mit Bindegewebe. Bindegewebe ist schwerer als Fett, also werden Sie nach der OP keine wesentliche Veränderung im Bereich der Waage sehen, wohl aber in der Form. Sie sehen plötzlich definierte Muskulatur an Armen und Beinen, Sie werden definiert Ihre Gelenke wieder erkennen können. Sie haben natürlich eine andere Körperform. Ich würde Ihnen das gerne an einem Beispiel nochmal verdeutlichen, wie sich Lebensqualität wirklich verändern kann. Ich habe Ihnen Antonia mitgebracht. Diese junge Dame sitzt, wie Sie sehen, bei strahlendem Wetter, warm eingemümmelt mit ihrem Lipidem auf einer Schildkröte im Park. Diese Schildkröte ist für uns fast ein Symbol für Lipideme. Ein Panzer, mit dem man sich umgeben hat. Man lässt bitte niemanden mehr an einen heran. Die Schmerzhaftigkeit verdeckt man sozusagen und man bewegt sich ganz langsam. Nun, Antonia kam zu uns, wir haben sie operiert, wir haben sie vom Lipidem befreit. Das war das Ergebnis. Nun muss nicht jeder von Ihnen, der sich am Lipidem operieren lässt, anschließend eine Marathonläuferin werden, das nicht. Aber Sie sollen, wenn Sie die OP gemacht haben, ein völlig anderes Leben haben und Sie werden völlig andere Erfolge feiern können. Das ist die Message, die wir bei der Lipidem-Operation haben. Und diese Geschichte haben wir, ich darf mir das Bild mal gerade geben lassen, von fünf Frauen uns zeigen lassen, die zu uns gekommen sind. 5 Frauen, 5 Leben, 5 neue Geschichten. Eine Kampagne, die Sie auch auf unserer Homepage finden können. Antonia sehen Sie hier in der Mitte und auf der anderen Seite links davon Gitti. Gitti kommt heute noch zu uns, eine Dame, die vor einigen Jahren von uns operiert wurde. Sie wollte uns ihre Geschichte erzählen und deswegen haben wir uns auf den Weg gemacht, sozusagen Zieglymphe on road, und sind zu ihr nach Hause gefahren und haben uns von ihr zeigen lassen, wie es ihr zu Hause geht. Schauen wir uns diesen Film mal an.